Ja, wie gesagt, wenn ich das irgendwie hinkriegen würde, dass ich eben so Mini-Reihen und große Videos am Wochenende unter einen Hut kriege, wäre mir das am allerliebsten. Das fände ich super. Ich würde dann auch die kleinen Specials eben ganz klar als Mini-Specials kennzeichnen, schon im Namen oder so, damit man das auch weiß, damit man nicht irgendwie dann enttäuscht ist oder so, keine Ahnung. Aber dann ist das, glaube ich, gar keine blöde Idee. Da würden sich Bücher aus Spielen doch anbieten. Ja, genau. Oder mal die Hörspiele aus Fallout 4 und 76 vorstellen. Ja, genau. Oder auch da gibt es ja theoretisch... Na, eher weniger. Schon auch, aber eher weniger. Ich glaube so, die Fallout 4 und Fallout 76 Lore, die ist doch besser in größeren Videos aufgehoben. Weil da die Dokumente doch eher spärlich sind, die man lesen kann. So, vor allem in Fallout 4. Aber gerade weil ich mich ja selber in die Skyrim-Lore, wie ich schon gesagt habe, selber erst noch einarbeiten muss und mich da noch gar nicht so gut auskenne, ist das auch für mich super, dass ich dann erstmal die ganzen Bücher durchgehe und so weiter. Das ist natürlich super. Von Crusader, danke fürs Schenken des Abos an Kerl, der Pudding mag. Mag nicht jeder Pudding? Ich glaube, es gibt Leute, die tatsächlich keinen Pudding mögen. Aber denen traue ich nicht. Irgendwas stimmt nicht mit denen. So, ich warte jetzt hier noch eine Nacht ab, weil gerade alles abgegradet und ausgebaut wird. Das sind gefährliche Zeiten. Da muss ich ein bisschen drauf achten, dass hier nicht irgendwie mitten in der Invasion gerade abgegradet wird und so. Aber dann reite ich mal zurück und kassiere nochmal ein bisschen Geld und schau mal, wie es an der gegenüberliegenden Grenze aussieht und so. Und rekrutiere mal ganz viele Leute und dann wird alles gut. Nicht Hörspiele, sondern die Games, die rote Gefahr. Ah ja, da habe ich schon mal drüber nachgedacht, ein Let's Play zu dem Grognack-Spiel zu machen. Das ist nämlich gar nicht so kurz und gar nicht so unkomplex. Das ist ein nettes, kleines RPG, das die da wirklich gebastelt haben. Ich würde fast sagen, die Hauptstory ist vielleicht sogar besser wie die von Fallout 4 selbst. Naja, Quatsch. Aber es ist auf jeden Fall echt ein nettes Spiel mit der richtigen Story und Figuren. Das ist nett. Auf jeden Fall. Okay, wir brauchen definitiv mehr Bogenschützen. Meine neuen Türme werden gar nicht mehr besetzt, weil alle Bogenschützen jetzt hier ihm folgen, unserem Ritter, was für die spätere Invasion natürlich super ist. Aber jetzt momentan bleiben die Türme halt unbesetzt eben. Pudding mit oder ohne Haut? Das ist natürlich... Wegen der Frage wurden schon Kriege geführt, glaube ich. Ich mag eigentlich beides, ehrlich gesagt. Aber wenn ich mich entscheiden muss, lieber ohne Haut. Ja, ich glaube, ich mag Pudding lieber ohne Haut. Aber ich finde jetzt Haut auch nicht eklig. Ich esse die schon auch, weil... ist auch Pudding. Pudding ist immer gut. Egal in welcher Form. Aber wenn ich mich entscheiden muss, lieber ohne. Crusader sagt auch ohne. Machen wir eine... Oh, ich kann, glaube ich, sogar wirklich eine Abstimmung. Ich kenne mich leider echt nicht aus... mit meinen Möglichkeiten, die ich so habe. Aber ich glaube, ich könnte eine Abstimmung starten. Ich weiß leider nicht, wie. Nee, ich krieg's nicht hin. Schade. Ich weiß nicht, wie. Benutzer im Chat checkt... Nee. Nee, keine Ahnung. Aber, ja. Und Vanille oder Pudding? Vanille oder Pudding? Schoko oder Vanille ist auch eine gute Frage. Eine wichtige Frage. Ich würde immer Schoko bevorzugen. Wie schon bei der Haut nehme ich natürlich auch gerne jeden Vanillepudding. Aber wenn ich mich entscheiden kann, dann immer Pudding. Schoko. Ich rede so ein Blödsinn. Dann immer Pudding stimmt aber auch. Aber ich meine immer Schoko, wenn ich die Wahl habe. Crusader sagt Vanille. Na, das ist perfekt. Da würden wir uns nicht in die Quere kommen. Das wären geeignet für eine WG, wären wir schon mal, wenn es um die Pudding-Frage geht. Essen wir uns nichts weg gegenseitig. Früher, das haben wir schon seit Jahren nicht mehr gemacht, aber früher haben wir, also so
Im Freundeskreis, da waren wir meistens zu dritt oder so, oder zu viert, haben wir einen Freund von uns besucht und haben dann immer aus dem Lidl oder Aldi oder sowas so eine ganze Palette, so einen ganzen Karton Pudding mitgenommen. Das war immer so super. Hatten wir wirklich, das saßen wir dann immer die ganze Nacht, haben irgendwas gezockt, Filme geschaut, gekocht, was auch immer, und hatten immer den Kühlschrank voller Pudding und haben ununterbrochen Pudding gemampft. Ach ja, das war schon cool. Aber leider wird man irgendwann erwachsen. Mehr oder weniger erwachsen. Erwachsener. Und isst nicht mehr einfach so eine Palette Pudding. Aber das war cool. So, hier sieht sicher aus, oder? Hier muss ich mich um nichts kümmern eigentlich. Die sind cool. Die sind fit. Die sind gut aufgestellt. Ich könnte noch die beiden Dorfbewohner hier rekrutieren. Die beiden Bettler im Zeltlager. Kommt und werdet Bogenschützen am besten. Ach, die werden jetzt wieder Pikiniere. Ich muss aufhören, Piken zu bauen. Pikiniere sind zwar super, aber nicht, wenn man gerade dringend Bogenschützen braucht. Dann eher nicht so. Verdammt. Ein Kühlschrank voller Pudding ist das Paradies. Ja, das ist wirklich wahr. Zumindest so lange, bis einem dann wirklich, wirklich schlecht wird. Aber das hat man dann davon. Damit muss man leben. Die Haare, ja, ich habe es vorher schon gesagt, die Haare sind jetzt eigentlich lang genug. Ich weiß jetzt wirklich nur nicht, wie das jetzt in Corona-Zeiten ist, wegen Haare an wohltätige Perückenmacher spenden. Das ist, glaube ich, momentan wahrscheinlich eher schwierig. Weiß ich nicht. Muss mich da mal informieren. Ich muss mal den schreiben oder so vielleicht. Ob die überhaupt jetzt momentan arbeiten. Keine Ahnung. Aber grundsätzlich wären die jetzt so ziemlich lang genug. Die haben jetzt die Mindestlänge erreicht und ich habe jetzt keinen Bock mehr. Die müssen jetzt ab. So schnell es geht. Und je nachdem, ich meine, wenn die jetzt quasi momentan eben nichts machen und keine Spenden entgegennehmen und so weiter, dann muss das halt wahrscheinlich noch bis nächstes Jahr warten. Aber dann ist es soweit. Extra Stream von zu Hause aus. Also ich habe schon eventuell, ich weiß noch nicht genau, wie ich das dann mache, wenn es soweit ist. Mal schauen. Früher stand ich total auf Dani Sahne, aber seit die den neuen Becher haben, nicht. Denn da ist viel mehr Sahne drin. Aber Sahne ist auch nicht schlecht. Hm. Ich stehe auch total auf diese experimentellen Puddingsorten. Es gibt ja irgendwie, ich weiß gar keine Marken oder so, aber es gibt ja so Doppelschoko, Schoko mit Schokosahne oder Eierlikör-Pudding. Klingt voll widerlich, ich find's voll geil. Ich mag jeden Pudding, auch so fruchtig, so Erdbeer-Pudding. Gibt ja auch sowas. Auch geil, Pudding. Ah, Pudding. Ich muss dazu sagen, dass ich momentan total, oder wir achten momentan total aufs Essen. Wir schauen, dass wir pro Mahlzeit unter 500 Kalorien bleiben und so weiter und so fort und essen sehr gesund und wenig. Und deswegen habe ich wahrscheinlich umso mehr Bock auf Pudding gerade. Extrem. Handwerker, könntet ihr mal, genau, kurz euer Katapult verlassen, um die Mauer abzugraden? Dankeschön. So, ich glaube, dass wir jetzt nächste Nacht tatsächlich das Portal endlich attackieren. Ich glaube, das ist längst überfällig. Die Speerträger gehen so weit vor, das ist irre. Meine Handwerker trauen sich gar nicht mehr, den Turm hier aufzubauen. Na gut.
Selbstgemacht ist am leckersten. Selbstgemachter Pudding ist schon auch geil. Aber ich habe auch nichts gegen gekauften Pudding. Ich finde den auch gut. Warum hat sich jetzt die Mauer im Hintergrund aufgelöst? Ah, jetzt kommt sie wieder. Okay, gut. Ja, der hat jetzt viel mehr Bogenschützen als beim ersten Angriff. Und wir haben so viele Truppen in Reichweite. Ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Pikeniere, wenn die weit genug wandern, zufällig sogar mitkämpfen. Das wird morgen cool. Sobald die Invasion abgewehrt ist, starten wir hier die Gegenoffensive und befreien den Hafen. Das wird cool. Hoffentlich. Okay, sie gehen in Deckung. Das heißt, sie kommen gleich. Ja, hier. Ist ja schon gut. Los geht's. Also Feuer ist schon echt verdammt mächtig, oder? Die rennen da alle rein, zünden sich an und sterben im Grunde sofort. Ist aber auch notwendig. Die werden viele mittlerweile. Oh, der hat gerade hinten zwei Hühner. Mein Gott. Von wegen mit Spatzen auf Kanonen schießen oder andersrum. Der hat gerade mit dem Katapult auf Hühner geschossen. Auch nicht schlecht. Okay, Gegenoffensive. Los geht's. Hast du wirklich genug Gold dabei, Junge? Okay, gut. Dann gehen wir. Da kommen wirklich schon viele raus, ey. Meine Güte. Brauchst du mehr Gold? Bogenschütze lässt sich nicht beirren, der Jäger. Der geht weiter auf die Jagd. Den interessiert gar nicht, was hier passiert. Aber die Pikiniere, komm schon, Pikiniere, du könntest helfen. Nee, die mischen sich leider nicht ein. Ich dachte, man könnte vielleicht zufällig, aus Glück im Grunde, die KI hier ein bisschen austricksen. Aber nee, das müssen wir schon so schaffen anscheinend. Aber bis jetzt sieht's gut aus. Da liegt noch viel Geld. Geld ist quasi Lebensenergie für unseren Ritter. Und solange der Ritter lebt, können die Bogenschützen auf das Portal schießen. Keine Ahnung, wie lange das Portal durchhält. Und ich kann mit meinem Eis wenigstens ein bisschen helfen manchmal. Es ist ja auch so, dass ganz oft, wenn der Ritter getroffen wird, die Münze, die er verliert, wieder auf den Boden fällt und er sie wieder aufheben kann. Nur manchmal landet die Münze im Wasser und muss dann wirklich oder ist dann wirklich verloren. Ansonsten kann er sich quasi nach einem Treffer selbst wieder heilen. Das Portal ist aber ganz schön zäh. Jetzt wird es gleich wieder Nacht. Jetzt kommt gleich wieder die nächste Invasionswelle. Und dann weiß ich nicht, was da passiert. Dann sehe ich schwarz. Ein bisschen vielleicht. Schauen wir mal.
Ich meine, sie ist jetzt an der Stelle wenigstens nützlicher als der Vampirkerl. Weil jetzt eine Fledermaus werden, würde mir halt so gar nicht helfen. Hier kann ich wenigstens ein paar Treffer verhindern oder zumindest verzögern. Dafür sorgen, dass die Bogenschützen die doch noch wegkriegen, die Angreifer. Jetzt werden es viele. Das ist die Invasionsarmee. Jetzt wird's knifflig. Ich friere mich zwar hier ganz gut ein, aber die gehen deswegen nicht weg. Das ist das Problem. Die werden einfach mal immer mehr. Oh Gott, guckt euch an, wie viel da schon ineinander stehen. Oh, aber der Ritter hat gerade einige mit einem Schlag kaputt gehauen. Das ist natürlich super. Jawoll, das war gut, Ritter. Jawoll. Okay, den Ritter hat es noch erwischt. Oder warte mal, der läuft. Warum läuft er denn weg, der Trottel? Naja, gut. Wo will die Gier jetzt eigentlich hin, frage ich mich. Ja, genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Das weiß die nämlich auch nicht, wo die jetzt hin will mit ihren Münzen. Naja, egal. Total zerstört. Gut, gut. Das heißt, von der Seite sind wir jetzt sicher. Für immer. Der freut sich, die freuen sich so, die Bogenschützen hier. Wir wissen gar nicht, was sie tun sollen. So, cool. Cool, dass das jetzt geklappt hat. Ich freue mich. Der Hafen ist sicher. Ah ja, stimmt. Wir müssen jetzt einen Leuchtturm errichten, damit der Hafen wirklich sicher ist. Wo war das? Das heißt, wir müssen erstmal wieder ein bisschen Geld sammeln. Dann fahren wir aber gleich in Level 3, weil wenn ich jetzt in Level 2 fahre, dann schaffen wir es nicht mehr in Level 3 und ich will sehen, ob es in Level 3 irgendwas Cooles Neues gibt. Nom, 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 nom. Könnte schwer werden. Versuchen wir. Schon ein bisschen echt ganz schön groß, unser Gebiet. Wäre so schön, wenn ich jetzt auf der Seite, die jetzt sicher ist, alles abbauen könnte und auf die unsichere Seite verlegen könnte. Das wäre großartig. Aber so einfach ist das eben. Okay, ich glaube, ich bin schon reich genug. Reiten wir wieder nach vorne. Also Leuchtturm errichten. Check. Was wollte ich noch machen? Ach so, genau. Schauen, ob ich jetzt wirklich so einen Ritter auf mein Schiff laden kann. Weil theoretisch geht's, ich weiß nur nicht wie. Aber jetzt, da keine Bedrohung mehr auf der Seite ist, muss ich mal schauen, ob ich ihnen jetzt Geld geben kann dafür, dass sie dann auf mein Schiff gehen. Das wäre natürlich spitze, weil so ein Ritter mit Bogenschützenstaffel mitnehmen ins nächste Level wäre gut. Oh, schade. Ist anscheinend leider nicht möglich. Naja. Dann halt nicht. So, Steinturm hält schon mal ein bisschen. Die Türme verfallen nämlich, man kann nicht ewig oder nicht ewig oft zurück in die Maps, ohne dass man wieder strandet und einen neuen Turm bauen kann. Aber Steinturm ist schon mal gut. Und der dürfte jetzt hier, wenn dieses Update, dieser Modus, dieses neue Volk hier quasi nichts verändert hat, ein Schnellreiseportal für uns bauen. Es ist Blutmond! Oh oh, auf der anderen Seite ist gerade die große Superinvasion anscheinend. Jetzt schauen wir mal. Werde ich mal das Schnellreiseportal uns hin teleportieren. Da müssen wir nicht so weit latschen. Oh Mann, ey, die Reichweite von dem Portal ist gar nicht groß genug, dass wir bis ans andere Ende kommen. Wir kommen gerade mal zu unserer Stadtmitte, aber hey, immerhin. Auch nicht schlecht.
Okay, hier sieht aber noch alles recht gut aus. Sind nicht durchgebrochen bis jetzt anscheinend. Alles chillig. Mein Gott, wirklich? Tag 38 haben wir jetzt schon. Meine Güte. Und ihr habt gar keine Kohle für mich. Paules Pack, sag hier. Die Münzen für euch. Ja, dann können wir wohl keine Ritter mitnehmen ins nächste Level, aber dann werden wir jetzt trotzdem ins nächste Level reisen. Ein bisschen mehr Gold hätte ich jetzt natürlich schon gern noch fürs nächste Level, weil wir sind ziemlich pleite. Ich brauche außerdem mehr Bogenschützen hier in der Karte. Man kann nämlich, wenn man später zu den Karten zurückkehrt, ist alles ein bisschen verfallen. Die sind keine besonders guten Wirtschafter hier. Die lassen alles runterkommen. Mauern sind kaputt. Werkzeuge sind verloren gegangen. Da muss man wieder sehr viel rekonstruieren. Deswegen... Aber warte mal. Die Glocke. Was ist denn, wenn ich die Glocke läute? Vielleicht kommen dann Verbündete. Ja, so funktioniert das jetzt hier. Das ist neu. Das ist cool. Da hat man jetzt viel mehr Kontrolle drüber quasi. Zumindest schon mal ein paar Bogenschützen an Bord. Normalerweise sollten auch noch Hämmerheinis und eben auch Ritter an Bord gehen. Vielleicht kann ich noch mehr rufen mit der Glocke. Schauen wir mal, ob noch mehr kommen. Ja, wirft mir noch schnell ein bisschen Geld vor die Füße. Cool. Dann warten wir mal. Unser Königreich ist schon ziemlich groß mittlerweile. Die Wege sind weit. Vielleicht dauert es ein bisschen, bis der hier ankommt. Ach Mist, jetzt kann ich schon wieder was zahlen und es ist keiner gekommen. Jetzt bin ich unsicher, ob das funktioniert. Ah doch, da laufen Handwerker an. Verdächtig. Verdächtig, dass hier der Handwerker so durchsprintet. Er sollte eigentlich kein Ziel haben, außer das Schiff. Schauen wir mal. Ah ja, und da kommt ein Ritter. Cool. Cool. Dann können wir nämlich mit einem ordentlichen Angriffskraft-Boost die dritte Map starten. Das ist nie verkehrt. Oh, ich balanciere wirklich so die letzten paar Münzen noch oben auf unserem Geldbeutel. Ja, Ritter, kommt an Bord. Ich kann dann nochmal läuten. Das mache ich auch. Aber wer soll denn noch an Bord gehen? Wie viele Leute kann ich denn? Guck mal, das Schiff ist schon ziemlich voll. Laut nochmal. Kann ich wirklich... Was? Wie viel? Das ist neu. So viel konnte man früher definitiv nicht mitnehmen. Das ist ja voll super. Gib mir noch ein paar Münzen, Farmer. Ja, wir nehmen das wörtlich mit ein paar Münzen. Okay, dann hauen wir ab mit unserer Armee, die wir haben. Ah, der kann schon nicht mehr an Bord gehen, oder wie? Jetzt ist voll. Schätze ich mal. Könnte nochmal läuten. Aber wenn der schon wieder umdreht, sieht auch schon sehr voll aus, ne? Mein Hirsch muss auch noch drauf Platz haben. Mein Hirsch ist riesig. Überhaupt, warum bin ich so riesig? Und mein Hirsch auch. Was sind das für kleine Wichte? Es fällt mir jetzt erst auf, wie die Proportionen irgendwie seltsam sind. Na gut, hauen wir ab. Ich glaube, da kommt keiner mehr. Wir sind echt viele. Na, macht's gut, ihr Trottel. Nein. Ach so, doch, da kommt sie. Gut. Die Spezialistin kommt nämlich auch mit. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, was die macht. Schlüffi. Ach ja. So, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Hier auf der Karte haben wir tatsächlich alles gefunden, was man finden kann. Auf der ersten Karte gibt es ein zusätzliches Reittier, eine bessere Bogenschützenstatue und irgendwas, das ich nicht identifizieren kann. Auf der nächsten Karte gibt es zwei Reittiere, so wie es aussieht. Eine Handwerkerstatue, wahrscheinlich einen neuen Charakter, noch irgendwas. Voilà, Level 3, wir kommen.
Mein Hirsch hat die Farbe geändert? What? Er ist alt geworden. Jetzt ist er grau und alt. Wahrscheinlich. Vielleicht auch nur grau. Bisschen umstylen. Vielleicht hat er sich einfach gefärbt. Hat graue Haare schon immer cool. Ich habe ein paar graue Haare im Bart, aber einzeln nur. Ich freue mich drauf, wenn ich ein paar bisschen grau im Bart habe. Das ist cool. Grau im Bart ist super. Grau im Bart rockt. Yo, guckt euch den Trupp an, den wir hier haben. Das ist ziemlich cool. Hey, Foxy, dankeschön für die Bits. Der Bitregen startet wieder. Mein Gott, wie die überschwappen. Das Glas ist das beste Twitch-Feature ever. Vielleicht das beste Feature ever, ever. Überall. Allen Plattformen. Wer weiß. So, bauen wir mal unsere erste kleine Verteidigung hier auf. Damit wir hoffentlich wenigstens die erste Nacht mal gut überstehen. Dann werden wir expeditionieren. Foxy, nochmals danke! Mehr Bits! Oh Gott, da ruckelt das Glas aber ganz schön. Da geht die Glas-Framerate ganz schön in die Knie. Was haben wir denn hier? Ich weiß nicht, was das ist, aber ich werde es mal aktivieren. Oh oh, ich erwecke irgendwas wieder. Ist das ein Reittier? Ist ganz schön teuer. Kann ich mir das leisten? Okay. Mein Gott, ist das lahmarschig, was auch immer das ist. Das ist hoffentlich echt mächtig. Aber schnell ist es nicht gerade. Wollen Crusader, dankeschön! Da kommt der dicke Glücksbrocken und haut das, wirbelt das Glas ordentlich auf. Ich kann jetzt tatsächlich sowohl meinen Eiszapfen machen, als auch irgendwelche Dornenwände oder so. Dafür ist mein Tier halt echt langsam. Ist halt ziemlich verfault. Ich weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich irgendein... Ich könnte so ein Endboss aus... Dingsy Bumsy sein. Ja, Dingsy Bumsy. So heißt das. Foxy, mehr Bits. Dankeschön. Was habe ich jetzt? Oh, jetzt habe ich noch ein Reittier oder wie? Da ist jetzt der untote Bär oder so. Oh, da ist jetzt... Da muss ich mal schauen, was der untote Bär kann. Aber ich habe nicht genug Gold dafür. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis unsere Jäger ein bisschen gejagt haben. Und schön langsam hier alles aufbauen. Hey, wie lange bleiben denn diese Ranken stehen? Kann ich die tatsächlich als, Ah, jetzt funktioniert irgendwie nicht. Habe ich meine Maximalanzahl an Ranken gebaut oder wie? Auf jeden Fall sehe ich gerade, dass der auf seinem Körper Gras wachsen lässt, um das zu essen. Heißt das, macht er das nur, wenn er auf Gras steht? Es sieht so aus, vielleicht soll das auch um Pflücken sein, ne? Wer weiß. Da. Schauen, was die Dornranke macht. Die ist tatsächlich so eine Art Mauer. Die wehrt die ab. Ist natürlich schon nicht schlecht. Ich kann jetzt meine eigenen Zusatzmauern zusätzlich zu den Mauern machen. Ich kann vielleicht mal auf die andere Seite gucken. Oh, hier ist anscheinend Friede, Freude, Eierkuchen. Gut gemacht, Leute. Mauer-Upgrade. Kein schlechtes Reittier. Und irgendwie cool sieht es auch noch aus. Irgendwie creepy und so. Und es ist scheinbar ein Pflanzenfresser, so wie es aussieht. Auch nicht schlecht. Das Brokkoli oder ein Atompilz? Oder ein Atombrokkoli? Welchen Resident Evil Teil? Welcher Resident Evil Teil ist für dich der beste? Ist die Frage.
Es schneit. Ach du Scheiße, wir sind ausgerechnet im Winter hier angekommen. Jetzt haben wir ein Problem, weil im Winter spawnen keine Hühner und wir haben echt kein Geld und so. Naja, das kriegen wir hin. Also, für mich ist der beste... Also, mein Lieblingsteil ist auf jeden Fall Resident Evil 4. Das ist, finde ich, mit Abstand der, mit dem ich am meisten Spaß hatte und den ich insgesamt am allercoolsten finde. Und dann würde ich sagen, wahrscheinlich, vielleicht, aber eher aus nostalgischen Gründen, Resident Evil 2, das Original. Dann das Remake von Resident Evil 1. Und dann wird schwierig. Ich würde fast sagen Code Veronica. Und dann kommen so alle anderen im Grunde. Die finde ich ganz gut. Und dann kommt irgendwann Teil 6. Ganz weit hinten. So ungefähr würde ich die so ein bisschen ranken. Der Bär würde mich natürlich interessieren, aber mein Mauern erschaffendes, verfaultes, weiß ich nicht was, Monster ist natürlich schon auch cool. Und bei dir, Foxy, was ist dein Lieblings-Resident Evil? Oder allgemein in den Chat gefragt, was sind denn eure Top 3 Resident Evils? Weil ich finde zum Beispiel das Remake vom zweiten echt nicht schlecht. Aber ich finde den zweiten irgendwie trotzdem besser. Es ist ein super Remake, aber ich finde nicht, dass er ans Original rankommt. Vielleicht, wenn die nicht so viel Inhalte weggelassen hätten. Und beim dritten ist es noch schlimmer. Beim dritten mochte ich schon den Originalteil nicht so gern wie den ersten und den zweiten. Aber das Remake vom dritten finde ich auch wesentlich schlechter als den zweiten Teil. Ich finde es trotzdem ein gutes Spiel. Aber nicht so gut.